Herzlich willkommen, lieber Krebs, zu deiner Tarotkartenlegung für die 15. Kalenderwoche, für die Woche, die jetzt am Ostermontag beginnt und bis zum 16. April geht. Wir haben über die gesamte Zeit hinweg abnehmenden Mond und ich wünsche dir frohe Feiertage und ein schönes Osterfest. Bevor ich mit der Legung beginne, möchte ich mich bei euch allen für die unglaubliche Unterstützung bedanken. Ich bin überwältigt von den vielen Kommentaren, den Likes und den Abos, die ich erhalten habe. Es ist großartig zu sehen, wie meine Videos euch helfen und inspirieren können. Ich lese jeden Kommentar und bemühe mich, so schnell wie möglich zu antworten. Eure Rückmeldungen sind für mich sehr wertvoll und helfen mir, meine Inhalte zu verbessern. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, dann würde ich mich sehr über ein Like, ein Abo oder das Teilen meiner Inhalte auf Social Media freuen. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Und ich bin schon sehr gespannt, lieber Krebs, zu erfahren, wie deine kommende Woche wird. Also eine Karte für dich, eine Karte für Krebs, für das Krebskollektiv, für diese Woche. Es zeigt sich keine Karte. Ach doch, jetzt ist es eindeutig. Der Wagen. Das ist ja eine tolle Energie, denn diese Karte verweist auch ganz auf dich. Also das ist die Karte, die für dein Sternzeichen steht. Und du bist hier in deiner Energie. Du machst dich auf einen großen Sprung bereit. Du bereitest dich vor und träumst von der Zukunft, überlegst dir, was möglich ist, was du möchtest. Vielleicht hast du jetzt schon konkrete Pläne. Wenn nicht, werden dir neue Ziele, neue Vorstellungen im Laufe dieser Woche kommen. Das alles dient zur Vorbereitung und du wirst im Vorfeld viele wichtige Entscheidungen treffen aus den Herzen heraus, die einen neuen Weg in deinem Leben ankündigen. Also hier eine wirklich sehr wichtige Zeit und vielleicht bereitest du dich wirklich auf eine Reise vor. Es kann natürlich eine spirituelle Reise sein, aber auch tatsächlich eine ganz faktische, also eine tatsächliche Reise. Und ich bin gespannt, was die Energien noch so sagen. Du hast viel Stabilität in deinem Leben, du hast genug Geld, einen gewissen Wohlstand. Jedenfalls diesbezüglich kannst du jetzt aktuell nicht mehr erreichen als das, was du jetzt erreicht hast. Also da in Bezug auf deine Finanzen, deinen Wohlstand und deine emotionale Sicherheit bist du an einem Höhepunkt und hast also alles erreicht und hast eine gewisse Vollständigkeit erreicht. Eine Grundstabilität, die dir es jetzt ermöglicht, weiter darüber hinausgehen zu können. Und das macht dich tatsächlich lebendiger, ne? Das beflügelt dich und lässt dich mutig, abenteuerlustig, risikofreudig werden. Hier haben wir eine Hofkarte und diese Hofkarte, lieber Krebs, kann auf dich verweisen oder eine Person, eine andere Person, die diese Feuerenergie in deinem Leben mitbringt und dich diesbezüglich inspiriert. Eine Person, die so ist, wie ich das gerade beschrieben habe. Abenteuerlustig. Eine Person, mit der man sehr viel Spaß haben kann. Ne? Eine Person, die nach dem Lustprinzip lebt, nach dem hedonistischen Prinzip lebt und einfach ja, Freude und Vergnügen erleben möchte. Womöglich ist diese Person ein Feuerzeichen, muss aber auch nicht unbedingt sein. Schütze, Löwe oder Widder. Aber das könnte dann halt sehr gut sein, dass du diese Pläne mit dieser Person zusammen entwickeln werden wirst oder entwickelt hast. Ja, und dass ihr zusammen auf eine Reise gehen werdet. Diese Person denkt an die Prinzessin der Scheiben. Und das könnte natürlich dann ganz gut auf dich verweisen. Du bist zwar kein Erdzeichen, aber von allen Wasserzeichen, lieber Krebs, bringst du am meisten Stabilität mit, hast
am meisten Erdenergie und vielleicht schätzt diese Person dich gerade für deine Bodenhaftigkeit, für deinen Sinn, für die Wirklichkeit, deine strukturierte Art und Weise. Auf jeden Fall denkt diese Person dann sehr an dich. Oder du als Prinzessin der Scheiben denkst an eine Prinzessin der Scheiben, die dir viel mehr diese Bodenhaftung verleiht. Vielleicht ist es auch wechselwirkend, ne? Ich sehe hier aber einen starken zwischenmenschlichen Bezug und dass du dich im Laufe dieser Woche auch sehr stark präsentieren wirst, mit, also sehr stark positionieren wirst in deiner Person, entweder als Erdperson oder als Feuerperson. Wow, hier geht es wirklich um Transformation, um Weiterentwicklung, darum zusammen oder als diese Person einen vergangenen Zustand zu verlassen und sich etwas Neuem zuzuwenden und um daran persönlich auch zu wachsen und neue regenerative Kraft zu erleben und das Neue aufblühen zu lassen. Also wirklich hier eine starke Karte. In der Vergangenheit hast du viel Liebe erfahren, viel Harmonie und konntest ja diese Emotionalität sehr genießen in deinem Leben. Hast hier Liebesglück gefunden, erfahren und konntest in Gefühlen schwelgen. Es sind auch tiefsinnige Gefühle, die dabei entstanden sind und die ihr miteinander teilen konntet. Also hier wirklich ja eine wunderschön liebevolle Zeit, aus der du jetzt herauskommst und dich jetzt neuen Zielen widmest. Auf diese liebevolle Erfahrung hat dir sehr viel Stabilität in deinem Leben geschenkt und ja, lässt dich dadurch weitergehen. Ne? Dadurch kannst du jetzt weitergehen. Und die Liebe bleibt auch in deinem Leben. Ne? Du bist in der Lage, Liebe zu erfahren, die Verbindung zu dir und deinen Mitmenschen zu erkennen, zu wertschätzen und eine gewisse Tiefe in dieser Hinsicht zu erlangen. Es ist hier auch eine Vergebung möglich, eine Versöhnung, eine sehr starke Verbindung mit einer Person, die von Liebe und Harmonie geprägt ist. Also wow, starke Karten bei dir. Starke Karten. Und ich sage dir, das, was du jetzt gerade erlebst, es hat sehr viel Potenzial, sich zu etwas Stabilen weiterzuentwickeln. Und ich glaube, ihr zusammen, ich sehe hier schon eine andere Person oder eine Gruppe von Personen ist auch möglich. Ein familiärer Bezug ist auch möglich. Zusammen mit diesen Menschen oder dieser Gruppe von Menschen wirst du neue Möglichkeiten für dich bald erkennen können. Eine neue Perspektive, eine neue Möglichkeit, mehr emotionale Stabilität in deinem Leben zu erreichen. Oder auch mehr Wohlstand zu erfahren, mehr Wohlstand in dein Leben zu integrieren. Es ist möglich, dass du neue finanzielle Quellen erschließen könntest oder eben neue berufliche Chancen bekommst, die sich auch positiv auf deine Liebsten auswirkt. Dafür wird es aber notwendig sein, dich mit einem alten Schmerz zu konfrontieren, einer alten Trauer aus der Vergangenheit, um diese Situation endgültig zu bereinigen und ins Bewusstsein treten zu lassen und damit eine Heilung zu bewirken, damit du das hinter dir lassen kannst. Diese alten Erfahrungen aus der Vergangenheit, die dir Trauer und Schmerz hinterlassen haben. Ja, es ist hier eine emotionale Heilung möglich, aber es ist dafür notwendig, dass du dich mit dieser Thematik auseinandersetzt, was für dich kurzweilig einen bitteren Beigeschmack haben könnte. Es ist nicht so einfach, aber es lohnt sich. Was du dadurch geschenkt bekommst, ist sehr, sehr viel tiefer, intensiver und einfach schöner. Ja, du wirst hier vielleicht ein wenig getestet in dieser Phase, in dieser Woche.
Du wirst getestet insofern, dass du hier stark sein musst für deine Liebe und für dich für deine Liebe einsetzen musst. Dass du beherzt handelst und ja, mutig voranschreitest, mutig auf diese neuen Ziele, auf diese neuen Perspektiven einlässt. Es ist wichtig, dass du für deine Liebe einstehst und für diese Liebe kämpfst. Ja, tatsächlich, ich sehe hier viele von euch. Ich sehe hier das Potenzial, dass sich viele von euch verlieben könnten. Ich sehe hier sehr viele optimistische, positive Gefühle in Bezug eurer sozialer Umgebung. Und das kann sich halt in Verliebtheit ausdrücken. Oder dass ihr euch einfach in das Leben neu verlieben könntet. Dass ihr neue optimistische Kraft findet und zuversichtlich auf das Kommende seht. Und das steht in direktem Zusammenhang mit eurer sozialen Umgebung. Also da ist mindestens eine Person, die einfach diese Gefühle in euch auslöst und euch optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Es sieht mir hier wirklich sehr, sehr positiv aus. Du möchtest Harmonie, du möchtest Frieden, du möchtest und erwartest von den Menschen, vielleicht von dieser einen Person, Ehrlichkeit. Ja, ihr seid dabei, gemeinsame Ziele zu formulieren und du erhoffst dir einfach völlig zu Recht natürlich, dass das alles auf Ehrlichkeit beruht und dass die Absprachen, die ihr trefft, auch eingehalten werden. Und ja, ich glaube, darauf kannst du dich verlassen. Du bist hier auf dem Weg in deine Zukunft. Deine Wünsche werden sich tatsächlich erfüllen oder zumindest treten sie in greifbare Nähe. Du hast ein sehr sehr klaren Blick, was deine Zukunft betrifft. Und ich sehe, ja, und dieser Blick in die Zukunft, ich sehe hier, dass du allen Grund dazu hast, an diese Zukunft zu glauben. Diese Karten begünstigen das sehr, sehr stark. Und durch diesen Blick in der Zukunft, ich glaube, ja, du siehst hier wirklich eine Perspektive für dich, die die Erfüllung deiner Träume darstellt. Eine starke, inspirierende Kraft kommt auf dich zu, in dir auch neue Wünsche entstehen lassen könnte, neue Träume entstehen lassen könnte, die einfach auch wirklich realistisch sind und in greifbare Nähe rücken. Und diese Karte spricht eben auch von dieser emotionalen Heilung. Du kannst hier wirklich alten Schmerz hinter dir lassen und diese alte negative Erfahrung mit einer positiven ersetzen und so neues Vertrauen, neue Zuversicht in deine Zukunft erlangen. Also eine wunderschöne Erlegung. Ich finde es hier wunderschön. Und du bist auf dem richtigen Weg, lieber Krebs. Was sagt die Mondenergie zu deiner Situation? Kommunikation als Schlüssel. Ja, du solltest viel über die Zukunft mit deinem Partner, mit deiner Partnerin oder mit deiner Familie oder deinen besten Freunden reden. Und hier fest daran glauben, dass diese Zukunft, diese Pläne realistisch sind und in die Tat umsetzbar sind. Glaube an deine Vision und kommuniziere sie. Das wird dich auf den richtigen Weg bringen, lieber Krebs. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und dass du die Energien positiv für dich nutzen kannst und dass du hier sehr viele positive, schöne Erfahrungen sammelst und emotionale Heilung erfährst. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.